In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr Obstbäume mit Hilfe der Kopulationsmethode veredeln könnt. Wir versuchen heute mal, eine alte Ringlossorte auf einen jungen Zwetschgenbaum zu veredeln. Viel Spaß bei diesem Video. Ihr benötigt zur Kopulation natürlich Edelreißer. Das sind einjährig geschnittene Obststräucher, im Idealfall Ende Januar geschnitten, wenn die Knospen noch in der Knospenruhe sind. Wir haben die allerdings vor kurzem erst geschnitten, weil wir einfach mal ausprobieren möchten, ob man die Edelreißer auch im Frühjahr schneiden kann. Außerdem benötigt ihr ein Veredelungsmesser. Das sind Messer, wo die Klingen nur einseitig geschärft sind. Ganz wichtig. Dann irgendein Veredelungsgummi oder in unserem Fall nehmen wir Naturbass zum Verschnüren der Veredelungsstelle. Irgendein Wundverschlussmittel. Hier haben wir jetzt ein Baumwachs. Und natürlich eure Unterlage. Wir haben jetzt selbst gezogene bzw. ausgegrabene Zwetschgenbäumchen. Wichtig ist dabei, dass ihr nur verwandte Fruchtsorten, Obstsorten miteinander veredeln könnt. Zum Beispiel Kirsche geht nur auf Kirsche, Apfel geht nur auf Apfel, Birne geht manchmal auf Quitte, je nachdem. Bei den Steinobstsorten ist es ein bisschen einfacher, also da ist diese Familie der Zwetschgen, Mirabellen, Ringlo, die kann man untereinander alle ganz gut veredeln. Im ersten Schritt benötigt ihr jetzt erstmal eine Unterlage, die ungefähr so dick ist wie euer Edelreis. Das sieht hier ganz gut aus. Die kann jetzt erstmal eingekürzt werden. Dann nehmt ihr euch an eurem Edelreis eine Stelle, wo einige Augen sind. Also Augen nennt man diese Knospen hier. Die haben jetzt hier 1, 2, 3. Drei Stück reichen eigentlich. Nun geht es ans Üben von diesem Kopulationsschnitt. Und zwar könnt ihr hier zum Beispiel eure abgeschnittene Unterlage nehmen, zu Übungszwecken. Dieser Schnitt sollte möglichst lange sein. Möglichst in einem Zug, sodass diese Kambiumschicht, das ist die äußerste Schicht hier in der Rinde, da sind nämlich die Leitbahnen drin und da werden auch das Wasser und die Nährstoffe werden da transportiert. Dieser Schnitt sollte dann extrem lang gezogen werden, damit einfach diese Auflagefläche zwischen den beiden Hölzern möglichst groß ist. Ruhig ein paar Mal üben. Und wichtig, in einem Zug durchziehen. Es sollte hier auch nicht so wellig sein, also wenn das hier so eine Welle hat, lieber dann nochmal abschneiden. Der wäre jetzt zu kurz. Also einfach mal ein bisschen ausprobieren. Das braucht ein bisschen Übung und dann geht es. Gut, wir haben jetzt unser Edelreis angeschnitten. Im Idealfall muss jetzt die Stelle an unserer Unterlage genauso groß sein. So, ich habe jetzt einen passenden Schnitt durchgeführt. Wichtig ist, dass ihr auf die Schnittfläche auf keinen Fall drauf langen dürft, weil einfach die Hände schmutzig oder fettig sind und das würde dann den Anwachsprozess verzögern oder halt im schlimmsten Fall verhindern. Nun, in dem nächsten Schritt können wir eine sogenannte Zunge reinbauen. Hierzu ritzen wir das einfach kurz an oder schneiden hier so rein. Dasselbe tun wir auf der anderen Seite. Die soll einfach die Festigkeit fördern. Dann stecken wir die ineinander und schauen, ob es passt.
Dadurch hält jetzt das Edelreis schön an unserer Veredelungsstelle und beim Verbinden können wir das nicht mehr so leicht verrutschen. Im nächsten Schritt entferne ich hier noch die Augen ganz vorsichtig, da die ja nicht austreiben sollen, also von der Unterlage. Gut, nun kann es auch schon ans Verschnüren gehen. Hierzu eignet sich Naturbass oder auch irgendwelche Veredelungsgummis. Aber ich nehme immer gern den Bass, weil der einfach dann sich irgendwann auflöst und dann kein Müll irgendwo rumliegt. Ich verschnüre das jetzt sorgfältig und achte dabei nochmal, dass die Stellen schön aufeinander liegen und nicht verrutschen. Ich verschnüre das jetzt, also mache einfach einen Knoten rein. Gut, ganz wichtig ist natürlich, dass die Wunde jetzt nicht austrocknet und dass kein Schmutz oder Pilze reinkommt. Deswegen nehme ich hier dieses Baumwachs. Verschmiere die obere Schnittfläche sorgfältig. Und natürlich auch hier die verschnürte Stelle. Alle Materialien werden wir auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Wichtig, dass es luftdicht verschlossen ist, dass wie gesagt keinerlei Wasser austritt, aber auch keine Erreger reinkommen. So, wir sind jetzt damit fertig, es sieht gut aus und jetzt hoffen wir, dass das Bäumchen zusammenwächst und diese Knospen hier oben baldmöglichst austreiben werden.